Bei diesem Lauf lief ich in 6 Tagen von Burghausen über Inspitz, dem tiefsten Punkt Oberbayerns, bis zur Zugspitze, dem höchsten Punkt Oberbayerns und Deutschlands. Am ersten Tag startete ich nachmittags in Burghausen und lief von dort zuerst zum Inspitz und dann an der Salzach entlang bis unterhalb des Klosters Reiden-Haslach, wo ich von Mitternacht bis etwa 2 Uhr morgens biwakierte. Schon bei der Anreise mit dem Zug war ich fast 6 Stunden unterwegs. Endlich habe ich den Start meiner Tour in Burghausen erreicht. So, die ersten wieder. Ist auch ziemlich kalt heute. Der erste Single Trail. Da können wir jetzt ein bisschen Fitnessübungen machen. Kanal. Hier ist eine riesen Chemiefabrik. Jetzt geht's ganz schön runter, aber naja, es geht ja schließlich zum tiefsten Punkt Oberbayerns jetzt. Jetzt bin ich endlich von der Straße weg und auch auf der Wendestrecke. Da blühen schon die Herbstzeitlosen. Noch 5 Kilometer bis zur Mündung der Salzach in den Inn. Eine ewige Gerade. Noch 4,9 Kilometer bis zum tiefsten Punkt. Da drüben müsste dann schon Österreich sein. Das sind wahrscheinlich 2 Wasserarme. Da war Reihe hinten. Heiße Gegend. Hätte ich jetzt beinahe die Abzweigung hier verpasst. Wäre das so einfach weitergelaufen. Gut, dass ich mal geguckt habe. Na, der Weg wird jetzt immer wilder. Mal schauen, ob ich da bis zur Innenspitze hinkomme. Toller Weg. Macht richtig Spaß hier. Geht's nach Mannhof, Mannsruhe ist Schilf. Total heiß. Um 18.50 Uhr erreiche ich den tiefsten Punkt Oberbayerns an der Innspitze. Hier mündet rechts die Salzach in links den Inn rein. Ich habe soeben den tiefsten Punkt Oberbayerns erreicht. Hier in dieses Gästebuch habe ich mich gerade eingetragen. Jetzt kurze Pause und dann gleich weiter nach Burghausen. Vielleicht kriege ich dann da noch wenigstens was zu trinken. Also Fieber gibt es hier offensichtlich auch. Nun geht's weiter in Richtung Zugspitze. Jetzt geht die Sonne unter und die lange Nacht beginnt bald. Also das wird heute Nacht sehr kalt werden. Es zieht jetzt schon total an. Also ich höre da gerade rechts Fußballtraining. Das soll eine Sportgaststätte sein. Dann müsst ihr eigentlich offen haben, wenn die heute Training haben. Dann schaue ich mal hin. Ganz schön was los. Das Abendessen ist reichlich und recht lecker und wird mich für die kommende Laufnacht stärken. Eine Chemiekläranlage ist da. Hier wird vor schlechtem Geruch gewarnt. Im Moment geht's.
Also dieser Weg ist offiziell eigentlich gesperrt, aber ich habe keine Alternativmöglichkeit gefunden. Jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie durchkomme. Halt durchkomme. Ein Erdrutsch war der Grund für die Wegsperre, aber die Stelle ist problemlos zu überwinden. Also das Salzachtal hier ist wild romantisch. Schade, dass ich hier nicht bei Tageslicht durchläuft. Auf der anderen Seite, auf der österreichischen Seite, sind schöne Felsen. Brücke nach Österreich rüber. In Burghausen. Das ist eine Rutschbahn. Kurz dahinter entdecke ich eine gute Stelle, wo ich für 2 Stunden in Ruhe schlafen kann.